Ja, wir haben ja gestern Abend ein schönes Plätzchen mitten in den schottischen Highlands gefunden und uns heute Morgen spontan dazu entschieden, hier einfach mal noch mal einen Tag zu bleiben, ein bisschen zu arbeiten. Also Nina hat noch Zeug zu tun und ich schneide jetzt schon mal das letzte Video. Und heute ist wahrscheinlich eh noch alles überfüllt, genauso wie morgen wegen dem Jubiläum der Queen. Das heißt, wir sitzen einfach noch mal einen Tag lang die ganzen Sachen aus, in der Hoffnung, dass die ganzen Attraktionen dann etwas leerer sind. So, nach unserer zweiten Nacht hier auf unserem wunderschönen Platz mitten in den Highlands fahren wir dann jetzt doch mal weiter. Ein Tag Ruhe hat ganz gut getan, beziehungsweise, naja, was heißt Ruhe? Nina hat gearbeitet, ich habe auch ein bisschen gearbeitet, also ich habe das Video geschnitten. Ich habe mal wieder ein Buch gelesen. Kauft sie alle! Genau, kauft Fußballtickets. Ja, wir fahren jetzt aber mal weiter, erstmal runter Richtung Stadt. Dort gibt es zwei, drei Attraktionen, die wir uns vielleicht anschauen wollen. Mal gucken. Heute ist leider immer noch Sonntag von dem Jubiläumswochenende. Das heißt, du sagst, heute ist leider immer noch sonniges Wetter. Nein. Das heißt, es könnte relativ voll werden, aber wir schauen mal nach. Denn wir brauchen Frischwasser. Unser Tank ist leer und eine Dusche wird auch mal wieder nicht schaden. Ja, gut, dass man Gerüche nicht per Video übertragen kann. Genau. Ja, wir haben das durch Zufall den Harry Potter Zug entdeckt. Ich meine, wir wussten zwar, dass der hier in der Nähe fährt und ein paar Kilometer von hier ist auch diese berühmte Brücke, aber wir wussten nicht, dass er hier steht. Ja, die berühmte Harry Potter Brücke, wo der Zug von Hogwarts oder nach Hogwarts drüber fährt, die haben wir jetzt bewusst ausgelassen. Ja. Wir standen auf dem Parkplatz, wir hätten 6 Pfund zahlen müssen, also knapp 8 Euro für einen Campervan oder kleinen Van, was wir dafür, nun mal dass sind. Wir in der Stunde da sind, ja, wenn überhaupt. Und einmal zur überfüllten Brücke gehen. Der erste Parkplatz war komplett voll, der zweite war fast voll. Mhm. Google hat gesagt, mehr Besucher als gewöhnlich und wir haben schon normale Bilder gesehen, wie voll das da ist, und dann hatten wir keinen Bock. Vor 5 Jahren, jetzt mache ich wieder meinen Mods-Modus an, vor 5 Jahren war da niemand, wie so oft hier irgendwie. Da gab es auch diesen Parkplatz noch nicht, bin ich mir fast sicher, dass es da noch kein Glenfinnan-Viadukt-Visitor-Center gab, aber gut. Ja, und das war es mir irgendwie nicht wert. Also ich liebe Harry Potter schon sehr, aber nicht so sehr, dass ich mich da mit, keine Ahnung, 500 Mann auf so einen Hügel stelle. Und also ja, vor 5 Jahren musste ich diesen Pfad noch mit meiner Offline-Karte suchen gehen mit Fabi zusammen und jetzt ist es halt so überall Schilder, so ein breiter Teerweg und das ist irgendwie scheiße. Ja, und jetzt haben wir uns hier einfach einen kleinen Parkplatz mitten an der Straße gesucht und neben uns sind die Gleise und jetzt gucken wir mal, ob wir trotzdem ein paar schöne Aufnahmen von dem Zug hinkriegen. Ja, ob er so pünktlich ist wie die Deutsche Bahn. We'll be right back.
Ja, wir sind jetzt nur wenige Kilometer vom Hafen entfernt, wo die Fähre nach Sky rüberfährt. Da hinten ist Sky. Das kleine Problem ist allerdings, dass wir keine Fähre gebucht haben, weil ich persönlich auch dachte, das ist so eine kleine Fähre. Das ist wie in Deutschland, wenn man über einen Fluss will oder so, man stellt sich an und kommt rüber. Im Zweifel muss man eine Fähre warten. Ja, für heute sind alle ausgebucht. Die erste, die morgen frei ist, fährt um 12. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie die Zeit rumkriegen und alle Parkplätze hier in der Stadt, die sind, da ist es verboten zu campen oder über Nacht zu übernachten. Und deswegen sind wir ein bisschen rausgefahren, haben uns hier was gesucht, was ziemlich nett ist. Ja, und jetzt verbringen wir hier mal die restliche Zeit. Denn man könnte zwar auch mit dem Auto fahren, es gibt eine Brücke nach Sky, allerdings ist das ein 180 Meilen Umweg und 180 Meilen, das sind über 200 Kilometer. Und das und lohnt sich nicht so ganz. Durch die Highlands, also 3 Stunden Fahrzeit. Entschuldigung, können Sie uns Übernachtungsplatz empfehlen? Stopp! Hi! Ja, das war jetzt doch ein ziemlich abrupter Sprung. Gerade waren wir noch auf Sky und jetzt sitzen wir wieder auf dem Schiff in unserer Kabine. Dafür gibt es eigentlich ein paar einfache Gründe. Das liegt einfach daran, dass wir beide irgendwie nicht mehr so richtig uns wohlgefühlt haben im Urlaub. Wir hatten irgendwie keine Lust mehr, Schottland zu erkunden. Das lag einerseits daran, dass es doch relativ voll war. Gut, einerseits natürlich auch durch das Jubiläum der Queen.
aber auch danach war es noch relativ voll. Es gab hier Touristencenter ohne Ende und die Preise waren jetzt nicht unbedingt human. Also da zum Beispiel der Parkplatz da beim Harry Potter Express. Hier, Hogwarts Express. Genau, ja. Da müssen Wohnmobile 6 Pfund zahlen, nur um kurz zu parken, egal wie lange. Das heißt, das sind 8 Euro knapp. Und 8 Euro nur mal eben an dem einen Parkplatz zahlen, dann am nächsten wieder, keine Ahnung, 5 Euro. Ja. Und das ist halt an jedem Parkplatz so gewesen. Also gerade mich hat es total gestört und mich auch irgendwie total belastet. Das ist jetzt heulen auf hohem Niveau. Wir wissen auch, dass das ziemlich frech und vielleicht auch ein bisschen undankbar rüberkommen kann, dass wir jetzt nach Hause fahren, obwohl wir 4 Wochen frei hätten. Also 2 sind jetzt ja dann schon vorbei, aber obwohl wir uns ein geiles Leben machen könnten. Aber irgendwie, wir haben es uns halt anders vorgestellt, vor allem ich, weil ich war ja, wie gesagt, schon mal vor 5 Jahren für einen Monat lang dort. Und damals, ich fühle mich irgendwie so eine Rentnerin, die auf die Jugend schimpft, aber damals gab es halt noch keine Visitor Center an jedem noch so kleinen Spot. Zum Beispiel das Harry Potter, der Spot mit dem Hogwarts Express ist ein gutes Beispiel. Da gab es keinen Parkplatz, da gab es kein Visitor Center, da haben wir am Waldrand geparkt und mussten mit unserer Offline-Karte diesen Pfad suchen gehen, wo du auf den Aussichtspunkt kommst. Und jetzt ist da halt ein fetter Betonparkplatz, wo eben Wohnmobile 8 Euro zahlen müssen, weil sie kurz davor latschen wollen und halt einmal auf den Zug gucken möchten. Dann war das damals auch noch ultra der Geheimtipp. Du musstest wirklich recherchieren, dass du weißt, wann der Zug kommt und so weiter. Und jetzt stehst du da halt in einem Pulk von 500 Leuten, jetzt mal übertrieben gesagt, bestimmt 100 können das bestimmt schon werden, so Stoßzeiten. Und guckst da auf den Zug und das ist nicht die Definition von Abenteuer, die ich habe. Ich fühle mich nicht wohl in einer Touristenhochburg und das mag für jeden in Ordnung sein, der da, keine Ahnung, kein Problem mit hat und der da gerne mit seinem fetten Womo, mit seinem Morello sich auf so einen Bezahlparkplatz stellt, aber das ist nicht meine Welt und das ist nicht die Art von Roadtrip, wie ich sie gerne mag und deswegen habe ich halt recht schnell gemerkt, so okay, das ist nicht mein Schottland, so wie ich es halt kennengelernt habe und ich habe mir auch immer weiter die Erinnerung an diesen geilen Trip vor 5 Jahren kaputt gemacht. Mit jedem Mal, wenn ich irgendwo hingefahren bin, irgendein Bild im Kopf hatte und dann fährst du um die Kurve und vor dir wieder ein Betonparkplatz und einfach 80 Fahrzeuge oder so auf dem Parkplatz. So, nee. Also das ist nicht das, wofür ich hergekommen bin. Ja, und hinzu kommt auch noch, dass wir irgendwie beide zu Hause ziemlich viel zu tun haben, wo wir uns drauf freuen. Ja. Also es sind jetzt keine lästigen Pflichten, von denen wir Urlaub brauchen, außer mein normaler Job. Das war nicht so laut hier. Von dem brauche ich schon Urlaub, aber ansonsten von unseren ganzen privaten Hobbys und so weiter. Einerseits natürlich das Schrauben jetzt bei mir, Synchro und so weiter und dann du, die ganze Organisation für die Busbastler und so weiter. Ja. Das sind Sachen, da freuen wir uns regelrecht drauf und da wollen wir quasi schon, dass der Urlaub möglichst schnell vorbei ist, dass wir da weitermachen können. Ja. Und die ganzen Gründe zusammen haben dann halt dafür gesorgt, dass wir gesagt haben, okay, wir fahren jetzt doch heim. Wir können die Zeit effektiver nutzen und einfach mehr Spaß haben in der Zeit. Also jetzt nicht, dass jemand denkt, dass wir uns zu zweit nicht ertragen oder sowas, aber wir vermissen halt auch schon unsere Leute. Wir haben einfach zu Hause ein geiles Leben, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Wir haben eine coole Crew, ich habe ein tolles Team, mit dem ich arbeite. Wir haben Staller und wir sind selten ohne Staller weg. Und ich meine, Staller ist Bastis Trauzeuge, unser bester Freund. Das ist einfach komisch so. Deswegen, ja, haben wir einfach gesagt, also man muss ja auch dazu sagen, wir haben, glaube ich, beide schon so 1-2 Tage rumgekrampft so. Und dann waren wir wieder an so einem Spot, auf den ich mich gefreut hatte, wo ich ihm eigentlich gesagt habe, es ist voll der Geheimtipp. Und dann waren halt wieder 80 Leute gefühlt. Also ich glaube, wir sind in so einer Pulk aus 20 Leuten sind wir dahin marschiert und dann saßen wir halt da und ich konnte es überhaupt nicht genießen und dann haben wir beide irgendwie gesagt so, ich glaube, ja, mir geht's auch so und dann ja, haben wir halt noch eine Nacht überlegt und drüber geschlafen und so und dann haben wir gesagt, ja, komm, dann fahren wir nach Hause, ne? Wobei du jetzt ja quasi nur 2 Wochen aus deinem Leben zu Hause rausgerissen wurdest. Ich war ja sogar 6 Wochen weg durch die Dienstreise davor. Von daher 2 oder 4 Wochen überlebe ich schon ohne Bunker, aber nach 6 Wochen... 2 oder 4. Nee, auch 6 Wochen hat ja funktioniert, aber jetzt freue ich mich doch schon drauf, da mal ein bisschen weiterzumachen. Ja. Wir haben wie immer viel vor. Genau, wir haben sehr viel vor. Ja, wir müssen wieder sehr viel Arbeit aufgehalst. Aber das ist ja nichts Neues. Richtig.
So, jetzt haben wir viel geredet. Glückwunsch und Dankeschön an alle, die es geschafft haben, sich das Ganze anzuhören. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Genau, und dann sehen wir uns am Bunker wieder. Ja. Ja, wir sind zurück. Wir sind heil am Bunker angekommen. Vincent hat die Tour überlebt, wir auch. Ach, das so. Ja, er hat so 2-3 Problemchen bekommen, aber um die kümmern wir uns so in der nächsten Zeit. Jetzt geht es erstmal daran, hier den allgemeinen Wahnsinn wieder in den Griff zu kriegen und die Projekte voranzubringen. Ja, alles in allem könnte man natürlich jetzt sagen, boah, voll traurig, der Urlaub ist eher abgebrochen und sowas, aber eigentlich ist es nicht traurig, weil für uns war es genau die richtige Entscheidung. Wir haben uns da einfach nicht wohlgefühlt, das haben wir ja schon erklärt. Und wir fühlen uns hier einfach super wohl und hier sind wir richtig und hier können wir was schaffen und voranbringen. Und deswegen sind wir ganz glücklich, dass wir jetzt wieder hier sind und an unseren Projekten weitermachen können. Ihr werdet auch natürlich ganz bald Updates erhalten. Ich bin schon auch wieder fleißig hier. Wir haben zum Beispiel bald einen Rostbeseitigungsworkshop für meine Arbeit hier am Bunker. Deswegen würde ich hier gerne noch ein bisschen Ordnung machen und sowas. Also das war schon gut so. Außerdem vertrauen wir dem Bus nicht mehr. Genau, und es wird noch einige kleine Reisen zu diversen Events dieses Jahr geben. Und ja, vielleicht gibt es auch noch eine größere Reise dieses Jahr. Aber das steht noch nicht fest. Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau, also zum einen, weil wir jetzt eher nach Hause gekommen sind, können wir die Abenteuer Allrad noch mitnehmen. Also da sind wir auf jeden Fall. Genau. Ist schon vorbei, wenn das Video kommt? Nee. Ja. Okay, wir waren auf der Abenteuer Allrad. Dann das nächste ist jetzt kommendes Wochenende. Also wenn du dieses Video zum Veröffentlichungszeitpunkt siehst, kommendes Wochenende sind wir auf dem Midsummer Bully Festival. Genau. Dann sind wir im Juli auf dem Ferropolis. Ende Juli auf dem Freiheitsmobile in Luxemburg. Und im August sind wir auf dem Burger Beer und Bus Festival. Im September geht es natürlich auch noch weiter. Das erste Septemberwochenende ist das Bully Summer Festival. Da sind wir natürlich auch am Start. Dann kommt das Busbastler Basecamp Nummer 5. Dann geht es weiter mit der Campus Tour, Messen und dem ganz normalen Busbastler Wahnsinn. Also es hört nicht auf. Ja, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen von euch bei einer von diesen ganzen Veranstaltungen. Wir würden uns freuen. Und ja. Kommt vorbei, holt euch einen Sticker ab. Genau. Ja, so geht jetzt unsere Reise also zu Ende. Wir hoffen, dass euch diese Videoreihe gefallen hat. Wenn das so war, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos zu den zukünftigen Reisen oder den ganzen Projekten hier verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss.